Hallo, ich bin Christian. Schön, dass ihr wieder bei mir seid. Wir haben heute nasskaltes Wetter, einen diesigen Novembertag. Was bietet sich da an? Soulfood natürlich. Ich mache für euch, für mich, einen leckeren Bacon Cheese Hackbraten. Wollt ihr sehen, wie ich es gemacht habe? Ich zeig's euch. Für den Bacon Cheese Hackbraten brauchen wir natürlich erstmal Hack. Das ist Rinderhack, eine wunderbare Farbe, 1 Kilo. Von der Landmetzgerei Volle meines Vertrauens. Von der gleichen Stelle ein schönes Stück durchwachsenen Speck. Das sind 140 Gramm. Das wird fein gewürfelt, nachdem die Schwarte abgeschnitten worden ist. Die Mengen braucht ihr euch nicht merken, die stehen hinterher im Rezept. Ich brauche einen vernünftigen Käse. Das ist ein Cheddar, der ist schon gerieben, da habe ich mir mehr Arbeit gespart. Ich brauche Öl, damit ich die Form einölen kann. Eine Zwiebel, die wird geschält, von der Schale entfernt und fein gewürfelt. Das gleiche passiert mit den Knoblauchzehen. Ich habe hier drei runde. Wenn ihr die nicht habt, nehmt ihr fünf normale. Bälle runter und fein würfeln. Zwei Eier, ob ich zwei Eier brauche oder mehr, werde ich hinterher sehen. Das sind XL-Eier, aber ich gehe davon aus, dass sie reichen. Zwei mittlere Gewürzgurken, die werden auch fein gewürfelt. Ich brauche Paniermehl, das sind jetzt 120 Gramm. Ob ich die komplett brauche, werde ich hinterher sehen, wie die Masse wird beim Kneten. Ich habe extra Paniermehl genommen und keine eingeweichten Brötchen, weil ich den Braten etwas fester haben möchte, so dass er hinterher nicht auseinanderfällt. Hoffentlich weiß der Braten das auch. Zum Würzen brauche ich Maltensalz. Wenn ihr kein Maltensalz habt, nehmt normales, dann aber keine 2 TL, sondern weniger. Sonst wird es salzig. Ungefähr ein Teelöffel grober Pfeffer. Das ist ein ganz fantastischer Pfeffer. Den beziehe ich immer aus Bamberg. Der ist richtig schön aromatisch. Ich brauche ungefähr 20 Gramm Worcestersoße. Ich brauche 2 Esslöffel Senf und ich brauche 2 Esslöffel Ketchup. Beides sind jeweils 40 Gramm. Los geht's und dann geht's auch gleich schon weiter. Zum Mischen nehme ich gerne wieder meine IKEA-Form. Da geht nämlich weniger daneben. Fleisch kommt rein. Bisschen verteilen. Dann fällt nämlich hinterher das Durcharbeiten leichter. Gurken kommt schon mal drauf. Zack. Knoblauch kommt drauf. Meine Eier. Eins. Zwei. Das sind XL-Eier. Worcestersoße, Pfeffer, das sieht alles viel aus. Hack nimmt aber auch viel Gewürz weg. Mein Ketchup. Noch mal eine gute Portion Senf. Gibt dem Ganzen noch mal einen richtigen Kick. Meine angedünsteten Zwiebeln mit dem sehr klein geschnittenen Bacon oder Speck. Das habe ich angeschwitzt in der Mikrowelle, weil ich nicht noch zusätzlich Fett haben wollte. Im Speck ist genug Fett drin. Und das reicht mir auch so. Ich sehe persönlich da keinen Geschmacksunterschied, ob ich das in der Mikrowelle mache oder in der Pfanne. 300 Gramm Käse kommt zu. Das ist eine ganze Menge. Erstmal die Hälfte vom Paniermehl. Ungefähr. Und das arbeite ich jetzt schön zu einer homogenen Masse durch. Und dann hole ich euch wieder dazu. Wenn der Teig jetzt so aussieht,
Wie er aussieht, sollte es gut sein beim Kneten. Hier habe ich meine Kaffir eingeölt. Da hinein kommt jetzt mein Braten. Schön andrücken, damit da keine Luft drin ist. Ruhig mit der Faust runterdrücken. Je dichter der ist, desto stabiler ist der hinterher beim Ausformen. So gefällt mir das. So wandert er jetzt erstmal in den Kühlschrank, solange bis der Grill die nötige Temperatur hat. Ich habe jetzt den Monolith auf ca. 180 Grad vorgeheizt. Der ist jetzt etwas höher bei 200, aber wenn ich den aufmache, fällt er natürlich wieder ab. Da hinein kommt mein Braten, mein Hackbraten. Da hinein kommt mein Thermometer. Ungefähr in der Mitte. Klappe zu. Oben auch schließen und bis zur Hälfte öffnen, sodass er gleich wieder auf 180 Grad kommt und die Temperatur, die ich anziehe im Kern, sind 75 Grad, dann sollte mein Bacon Cheese Hackbraten durch sein, aber nicht trocken sein, das will ich natürlich nicht. Schauen wir mal. Ich hoffe mal, dass mit dem Licht funktioniert einigermaßen. Denn diese Lampen, die ich gerade hier einsetze, sind eigentlich für in-house gedacht und nicht für draußen. Aber schauen wir mal. Im Nahbereich sollte es eigentlich gehen. Ich habe jetzt ca. 65 Grad Kerntemperatur erreicht. Die Temperatur ist ein bisschen hoch. Das liegt daran, dass ich einfach nicht aufgepasst habe. Macht aber nichts, weil wir messen ja die Kerntemperatur. So sieht es aus. Ich denke mal, sieht gar nicht verkehrt aus. Jetzt kommt noch ein bisschen Käse drüber. Käse kann man ja fast nie genug haben. Das ist der gleiche Käse, den ich auch in den Teig eingearbeitet habe. Einigermaßen gleichmäßig, so gut es halt geht. Das waren jetzt ungefähr 60 Gramm. Und wieder zumachen. Und bis auf 75 Grad erhöhen. Ich habe jetzt eine Kerntemperatur von 75 Grad erreicht. Das sollte mir reichen. Schauen wir mal, wie es aussieht. Alter Schwede, sieht das geil aus oder sieht das geil aus? Das holen wir jetzt runter. Und das duftet. Alter Schwede. Raus mit dem Sensor. Und ab auf dem Brett. Herrlich, ne? Wunderbar. Ich denke, das sieht nicht verkehrt aus. Alter Schwede, ich freue mich. Hab ja schon lange nicht mehr mit Mono gearbeitet. Denke ich, ja doch. Schon eine Weile her. Das lasse ich jetzt ein bisschen ruhen. 5 Minuten, 10 Minuten. Ich denke, 5 Minuten reicht. Und dann geht's weiter. Alter Schwede, das duftet. Wahnsinn. Jetzt bin ich gespannt, wie er im Anschnitt ist. Also ihr seht, fest ist anders. Ich glaube, beim nächsten Mal würde ich dann ein Ei mehr reintun und mehr Paniermehl. So war es nicht geplant, aber ich bin davon überzeugt, dass er lecker ist. Ein bisschen verunglückt, würde ich sagen. Alter Schwede, was soll ich sagen? Es kann nicht immer klappen. Bisschen sehr locker. Man könnte auch sagen, er ist nicht fest. Bin aber trotzdem gespannt, wie er schmeckt.
Gut gewürzt ist er. Saftig ist auch normal. Klar, der ist so saftig, dass er auseinanderfällt. Nochmal mit dem Käse zusammen. Geschmacklich absolut top. Aussehen. Na, ich würde sagen 4 bis 5. Das kann man besser machen, indem wir, dem ich, nächstes Mal noch ein Ei dazu nehme, mehr Paniermehl nehme und vielleicht auch noch ein bisschen stärker, fester durcharbeite. Und vor allen Dingen die Form besser einöle, denn der klebt am Rand fest. Das war nicht so die Erfindung. Mit dem Bacon zusammen, mit dem durchwachsenen Speck. Coole Nummer. Das Einzige, was nicht passt, ist das Aussehen. Aber es kann nicht immer klappen. Nächstes Mal machen wir es besser. Wenn euch trotzdem das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert mich. In dem Sinne, euer Christian, Glück auf, bis zum nächsten Mal.